Hallo, hier machen wir Flächenberechnung mit integralen und quadratischen Funktionen. Gesucht ist die Fläche, die f von x mit der x-Achse in einem bestimmten Intervall einschließt, also hier in dem Intervall von minus 5 bis 5 von f von x gleich minus 2x Quadrat plus 8. Da machen wir jetzt erstmal eine kleine Skizze zu. Ja, ich weiß, oben muss ich auf jeden Fall durch 8 laufen. Dann habe ich die Intervallgrenzen 5 und minus 5, die interessant sind. Und für diese, wenn ich dann 5 einsetze, wird das hier negativ. Das heißt also, ich bin hier auf jeden Fall schon mal unterhalb der x-Achse. Deswegen brauche ich diese beiden Nullstellen, damit ich diese Flächen eben voneinander trennen kann. Und das sind dann sozusagen erstmal die Nullstellen von f von x. Das heißt also, wir berechnen zuerst mal f von x gleich 0. Das heißt also, minus 2x Quadrat plus 8 rechnen wir erstmal 0 aus. Das sind dann minus 2x Quadrat gleich minus 8 und teilt dann durch minus 2. Dann haben wir x Quadrat ist dann 4, also x gleich 2 oder x gleich minus 2. Und wenn euer Professor oder euer Lehrer da Wert drauf legt, kann man dann natürlich überall diese schönen Äquivalenzpfeile dazu machen, weil es sind ja Äquivalenzumformeln. So, was haben wir jetzt rausgekriegt? Wir haben jetzt hier rausgekriegt, hier oben ist die 2 und hier unten ist die minus 2. Und jetzt können wir das natürlich entsprechend integrieren. Das heißt, hier in dem Falle, minus 2x Quadrat plus 8, müssen wir dann einmal von minus 5 bis minus 2 integrieren. So, dann braucht man noch von minus 2 bis 2. Und dann braucht man noch von 2 bis 5. So, und minus 2x Quadrat plus 8 kommt ja natürlich dann überall hinein. Ja, wir haben allerdings, was ich hier so in der Zeichnung nicht so gut herausgekriegt habe, eine symmetrische Funktion. Das heißt also, diese beiden sind gleich. Und damit brauche ich die hier nur einmal zu rechnen. Das heißt also, minus 2 Drittel x hoch 3 plus 8x in den Grenzen von minus 5 bis minus 2, dann die Obergrenze minus 2 Drittel mal minus 2 hoch 3 plus 8 mal minus 2. Minus die Untergrenze, minus 2 Drittel mal minus 5 hoch 3 plus 8 mal minus 5. Ja, was kommt da raus? Ja, dann habe ich minus 54 raus, kommt nun auch minus 54 raus. Und dann weiß ich, ah, 1 gleich A3 gleich, aufgepasst, plus 54 natürlich. So, und dann brauche ich nur noch die Mitte. So, das Integral ist dann minus 2 Drittel x hoch 3 plus 8x, hat sich nichts verändert. Und dann die Grenzen von minus 2 und 2. Und die setzen wir dann ein. Minus 2 Drittel mal 2 hoch 3 plus 8 mal 2 Obergrenze minus, jetzt kommt die Untergrenze, minus 2 Drittel mal minus 2 hoch 3 plus 8 mal minus 2. So, was kommt da raus? 32 Drittel. Und hier unten auch minus minus 32 Drittel.
was einen dann an sich nicht verwundert, weil wir haben eine Symmetrie und deswegen sind die Werte natürlich auch entsprechend gleich. Das heißt, dass ich habe hier in der Summe 64 Drittel. So, das ist jetzt die A2. Und jetzt, wenn wir die gesamte Fläche ausrechnen, dann werfen wir mal einen Blick hier nach oben. A1, A2, A3 muss man einfach nur zusammenrechnen. Also, A Gesamt gleich A1 plus A2 plus A3. Das sind 64 Drittel plus 54 plus 54 gleich, komme ich auf 129 ein Drittel.